Hier sprechen wieder Mio und Ustra und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Und während Mio gerade noch die Melönchen sucht, hallo Mio. Hallöchen. Wollten wir uns eigentlich darauf vorbereiten, wieder in die Mine zu gehen, richtig? Richtig. Deswegen suche ich mir jetzt mal... Was? Richtig, ja, richtig. Nein, erst wollte ich hier das Häuslein zu Ende machen. Darauf hatten wir uns geeinigt. Ich möchte nicht, dass du das vergisst. Vergiss das nicht. Ich könnte es dir noch nicht. Tust du gerade. So. Ja, siehst du. Was hast denn du noch an Werkzeug, was nicht kaputt ist? Mein Schwert. Eine Spitzhacke, eine halbe habe ich. Gut, dann habe ich jetzt habe ich noch eine Spitzhacke gemacht, dann sollte das ja fantastisch reichen. Hä, wie mache ich denn nochmal eine Leiter? Immer noch, ein Haar bauen aus Stücken. Ach, ein Haar war das. So. Sei nicht so. Wie, sei nicht so? Das müssen wir noch nicht jeden Tag neu erfinden. So, das kann alles weg. Fackeln nehme ich mit. Ich habe nur 12 mit. Wie viele Fackeln hast du denn mit? 30. Gut, dann sollte das ja reichen. Dann sind wir ja theoretisch jetzt so weit zu gehen. Nein. Okay, dann nicht. Dann hänge ich wieder die ganze Folge rum und warte. kein Ding. Hä, wir hatten doch ausgemacht, dass ich hier noch die Leiter und so dran machen darf. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Problem liegt. Okay. So, dann gucke ich mal. Wassermelönchen kann ich noch ernten. Zack. Zick. Zerm. Zuff. Kabärm. So, ich bin jetzt aber soweit. Ja, ich komme. Mach ich das. Wann anders. So, Waffe hast du auch, sagst du? Oder geht schlecht? Wie, ich hab ein Schwert. Okay, ich hoffe, das war nicht das aus der Truhe, weil das habe ich mir jetzt mitgenommen. Nee, war es nicht. Okay, weil ich hab, meinst du es nämlich... So, aber hattest du jetzt noch eine Spitzhacke für mich oder nicht? Ja, ich habe eine Spitzhacke für dich. Ich schmeiße dich mal hinter dich. Das ist immer noch dieses komische, seltsame Ruhen. So, den Rest habe ich jetzt, glaube ich, alles in die Truhe gebracht. Nee, hier ist noch was. Die Erde nehme ich ruhig mit. So. Ach nee, und die Schere tue ich weg. Genau, das habe ich. Ich habe auch so wenig so wie möglich. Obwohl, ich habe noch eine ganze Menge dabei. Pack das auch mal hier rein. Steinstufen und ein Bett habe ich theoretisch noch dabei, falls es hart auf hart kommt. Eine Werkbank nehme ich auch mal weiter mit. So, okay. Die Geschichte zu dem seltsamen Huhn ist irgendwie, das hat mich am Ende der letzten Folge extremst viel verfolgt. Und danach hatten wir noch ein bisschen gequatscht und nochmal hier über das Haus geguckt von Mio. Und irgendwie ist das sehr komisch gewesen. Hallo, Tintenfisch. Sehr gut, dass du da bist. Dann kann ich mir deine Säckchen gleich mitnehmen. Ui. Der sieht auch komisch aus, der Tintenfisch da. Und tschüss. Ich hab ihn in seinen After geguckt. Sehr gut, sehr gut. Das war aber zur Afterparty, oder was? Ja. Kommst du? Ja, ich hing da fest. Okay. Weil wir wollen ja versuchen, diese Folge mal ein paar Diamanten zu holen und oder Redstone zu holen. Das wäre natürlich alles sehr gut. Oder was meinst du? Ja, ja, klar. So, hier lang wieder? Ja, wir müssen ja hier lang. Okay. Und dann versuchen, nach unten zu kommen. Hier ist Wasser hier direkt links. Dann sollten wir versuchen, hier runter zu gehen. Ja. Ich wollte gerade die Kohle mitnehmen. Hier ist dann direkt auch Lava. Und da kommen wir hier wieder nicht weiter. Nein, ich sinke ab. Nein, helf mir. Was ist denn los? Helf mir. Helf mir. Wie soll ich dir denn helfen? Ich weiß gar nicht, wo du bist und was du machst. Ich bin hier irgendwie an der Spinnenwebe runtergesackt. Das ist ja normal. Wo bist du jetzt, ist die Frage. Ach, da über mir. Ich baue mich grad hoch. So. Okay, und ich bin unten. Da. Ich baue mich jetzt auch hoch. Da, du bist hier unten beim Wasser, hast du gesagt. Ach, hier bin ich. Ja, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, nach unten zu kommen, aber ich glaube, hier war nicht die richtige. Wo ist jetzt? Hier geht's ganz schön tief runter. Egal. Lass uns hüpfen. Ganz schön tief, so tief ist das gar nicht. Nein. Nein. So, wollen wir es hier lang versuchen, oder wie? Ja. Ich bin mir da, also, ach, von hier komme ich gerade, siehst du? Von wo? Ja, von hier. Ah. Ich muss dir erstmal folgen, um das zu wissen, okay? Ja, ist ja kein Ding. Hier sind noch Schienen. Ganz friedlich sind wir heute. Ganz friedlich. Sollen wir hier einfach runtergraben, oder was? Bäh, können wir auch machen, ja.
So. Ich stehe Wache. Ich sehe gar nichts. Irgendwann kommt einfach der Zeitpunkt, wo man einfach mal buddeln muss. Ja, leider ist es so. Trotzdem sehe ich nichts. Soll ich mal? Ich mach schon. Ich hab eine ganze Menge gesehen. Ne, ich dachte jetzt hier wäre wieder ein weiterer Durchgang gewesen. Ist leider nicht so. Leider sehe ich auch über die Karte nichts, weil das ganze Tunnelsystem hier irgendwie so verschachtelt ist. Ich will eigentlich nicht so tief buddeln. Also, ich sag jetzt mal. So, ich buddel ja so komisch immer nach unten. Ja, aber es ist ein einziges Tunnelsystem, wo wir uns gerade befinden, ne? Ja. Das ist zwar schön und nett, aber da werden wir nicht unbedingt das finden, was wir suchen, deswegen. Wir stoßen gleich auf Skelette. Echt? Ja. Ich höre nichts. An Gegnertypen. Ja, aber laut Karte. Jetzt höre ich was. Ja. Hier bin ich auf Erde gestoßen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mal einfach links oder rechts sind. Oh, hier ist Eisen. Ich buddel mich einfach mal jetzt nach links. Mal gucken, was passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie tief wir sind. Das könnte ich mal eben kontrollieren. Wir sind... Wo steht er denn gerade? Wir sind jetzt auf 17. Ne? Ja. Eigentlich müssten wir ja minus 42 oder so kommen, oder wie war das? Ja. Wir können ja einfach runtergraben, ne? Ja, einfach runtergraben ist ja so eine Sache. Du musst ja wieder raufkommen. Viel interessanter wäre, irgendwie eine Höhle oder so zu entdecken, wo man dann von automatisch sozusagen irgendwie dann tiefer kommt. Über uns sind auf jeden Fall schon mal bemooste Steine. Moment. Über uns. Krass, okay. Ja, gut. Super, dass du das gesagt hast. Perfekt. Okay, das könnte ja auch interessant werden. Deswegen habe ich dann mal gegraben, wie du sehen konntest. Da müssen wir jetzt nebenkommen, irgendwie so. Weil bemooste Steine wäre... Ja, genau. Das sind hier nicht einfach Skelette, das ist ein ganzer Spawner. Oh. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir kostengünstig da mal hinkommen. So, und zwar stelle ich dir jetzt mal eine Fackel hin, wenn ich darf. Ich komme an die... Sechs ja, hier ja, nicht ja, ran. Ja, ich weiß, ich auch nicht. So, jetzt mal eben den Spawner so ein bisschen zumachen. Eine Truhe für mich, ein Sattel, ein Namensschild, also eine Pferderüstung, Weizen, Schallplatten. Ein Skelett. Oh. Oh, Schallplatten. Da kommen noch mehr Skelette, ey, ey, ey. Aber ich dachte, der Spawner ist zu. Ja, heißt ja nicht, dass hier noch normale Gegner sind. Oh, voll viele Schallplatten. Echt? Ja. Schön, cool. Zwei gleiche, glaube ich. 418, ja, zwei gleiche und eine andere mit so einem Creeper drauf. Okay. Und Brot und Redstone. Die Truhe selber nehmen wir auch mit, oder wie? Ja. Ey, und Eisen. So. Dann lass uns mal hier weitergehen, auch wenn wir jetzt wieder nach oben laufen. Vielleicht kommen wir hier irgendwo hin. Ja, voll cool. Hey, warum nimmst du das Lapis Lazuli nicht mit? Wie war das Lapis? Hier ist Lapis. Hier. Ja, soll doch noch Kohle. Das hier ist Lapis. Was hast du denn? Echt? Jetzt habe ich 11 Lapis Lazuli hier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, ich habe das als Kohle eingestuft. Nee, das war blau. Vielleicht habe ich auch deswegen. Vielleicht finde ich auch deswegen nichts, weil ich immer denke, das ist irgendwas anderes. Könnte ja sein. Vielleicht deshalb. Frag einfach, wenn du etwas siehst, nach. Ja, was ist denn das? Die Minecraft-Anfänger. Das sind so schwarze Stückchen in dem Stein. Ist das gut oder schlecht? Das ist ein Stück Scheiße. Ja, Kohle können wir auch immer gebrauchen, deswegen würde ich sagen, nehmen wir das auch mit. Ich habe hier irgendwie wieder so... Irgendwas habe ich wieder entdeckt hier, über mir. Okay. Juhu! Und direkt über mir war ein Minenwagen. Yeah. Und wieder eine ganze Menge Schienen. Ich habe Redstone gefunden. Kürbiskerne, Melonenkerne, ein bisschen Kohle. Bisschen Redstone habe ich schon, dann gib mir das. Ja, Redstone hast du auch schon. Redstone hatte ich aus der Truhe, ja. Ach krass, ja. Oh, jetzt ist mir... Okay, hier, bitteschön. Dann nehme ich das lieber an mit. Ach, dann kann ich jetzt das sammeln. Ja, und ich nehme die Gleise mit. Vorsicht. Ja.
Ja, lohnt sich doch die Folge wieder, oder? Ja, ich find's gut. Direkt so eine Truhe so. Ah, das ist eine Fledermaus, ich dachte schon, hä? Ja, nicht nur die Truhe, auch der Spawner und den ganzen Dreck. Ja, nein, ich meine nur, weißt da du? Da ging nochmal so eine Art Treppen runter da auf der anderen Seite. Aber es scheint so, als würdest du mich brauchen, denn du siehst die Teile ja nicht. Weißt du, du gräbst da lang und guckst nicht, dass da bemooste Steine sind. Ist richtig, ja, ich hab's nicht gesehen, stimmt. Hier sind rote Pilze. Ich hab so ein paar Grafiken. Und ich hab wieder einen, ja, entweder oder Chunkloading oder so, Ladefehler oder was? Nee, ich hab so, wenn ich abbaue, sind die Flächen grün. Ach ja, ich hab hier nochmal einen Spawner gefunden, aber ich hab leider keine... Eisen. Ja, ich weiß. Ich hab leider keine Stöcke mehr bei. Für Fackeln, kannst du mir noch ein paar Fackeln teilen eventuell? Dann mach ich dir mal eben zu. Ich geb dir mal die Hälfte von mir, bitteschön. Danke, danke. Müssen wir erstmal hier einen hinmachen und da kommen doch die Spinnchen schon. Komm doch, komm doch. Ich baue so lange mal das Eisen hier ab, ne? So. Aua, aua, aua! Ah! Okay, die Spinnen. Komm da nicht dran. Ah! Man muss aber ja sehr präzise durchgehen. Oh! Diese blöden Mistviecher. Ah, vor allem die klettern auch noch. Ich überlege schon, ob ich den einfach zuschließe. Wie zuschließen? Ach, jetzt habe ich die Fackel wieder zerstört. Naja, egal. Ja, dass ich den einfach hier sozusagen zumache, dann können die auch nicht hier lang, ne? Die fangen ja nicht an zu graben, die Viecher. Ich traue ihnen alles zu. Wait. Ey. Komm schon! Ihr blöden Mistviecher. Aua! Geht es denn? Ah, ich mach den kaputt, den Spawner, komm. Do it. Ja. Was ist das denn hier? Wiedersehen. Was ist das denn hier? Hier sind wieder Schienen. Ist das einfach nur Eisen? Das ist wo? Ja, das ist einfach nur Eisen, okay. Gehst du da jetzt weiter, oder wie? Nö, ich baue das hier noch ab, den Rest, und dann komme ich da wieder zu. Ich hab hier Gold gefunden. Würdest du das abbauen? Ja, klar. Und dann können wir die Fackeln hier nämlich wieder mitnehmen, dann ist der Gang einfach nur tot. Aber dann können die nicht spawnen, die Viecher. Wo heißt denn hier? Hier, wo ich laufe. Da. Gold, da ist Gold, jo. Auch gut, weil dann können wir uns jetzt bald die beweglichen, also diese Antriebsschienen machen. Oh, Creeper! Alles gut? Da ist der Creeper. Da ist ein Creeper. Nimm du ihn dir, schnapp ihn dir, Tiger. Hab ich. Ja. Das sind zwei. Ja, mein Schwert ist nicht mehr so heile. Hier geht's, okay, ja, alles klar. Ist ja kein Ding. Also hier sind auch wieder Schienen. Wenn dich das interessiert, aber da unten geht's weiter. Wo ich da lang gelaufen bin. Ja, ich hoffe, wir kommen einfach nur irgendwann zurück. Das ist viel interessanter. Ach, das schaffen wir schon. Ah, zur Not gibt's ja noch das Ultimative, einfach nach oben bauen. Irgendwann kommt man halt oben raus, ne? Ja. So, sollen wir mal da weitergehen? Hier ist jetzt gerade eine Kiesdecke eingestürzt. Ich lasse es mal hier. Ja, deswegen sage ich ja, sollen wir mal hier bei den Creepern, wo sie hochkamen, weitergehen. Ja. Hier sind nämlich auch wieder Gleise. Das ist ein riesiges Schienennetz, wa? Ja, genau. Und Skeletons irgendwo, ich höre sie. Sehe aber keinen. Ich höre nur Lava. Ich glaube, rechts um die Ecke sind die. Auf jeden Fall schießen sie auf mich. Ich hab's auch gesehen da. Ach, da. Und hinter mir. Blitzbolt. Nein, nicht runterfallen. Oh. Lebst du noch? Ja. Ich bin hier. Hallo. Ich bin wieder oben. Oh. Leben Wenn hast du noch. Einfach ins Dunkle fällt. Ja, ich muss mein Leben wieder auffrischen. Ja, einfach ins Dunkle fällt, ist das nicht gerade geil. Naja, das fühlt sich... Weil es wurde auf mich geschossen, ich konnte aber nichts sehen. Ich hatte Angst, ein Creeper explodiert neben mir. Ich habe alle schönen Sachen. Das finde ich immer nicht so nett. Pricolomondo sagt man auch, ne? Ja, genau. Hier ist noch Eisen über uns. Hier geht's wieder nach oben. Wieder eine Mine. Kann doch nicht sein, wie groß ist denn dieses Ranzding?
Guck doch auf die Map, riesig. Will ich gar nicht. Guck auf die Map. Nein, ich guck nicht auf die Map. So, sollen wir ja mal hier ein Folgenende machen? Ja, können wir machen. Puh, dann sag mal was. Boah, mitten in der Mine stehen wir jetzt und haben Angst mit den Taschen voller schöner Sachen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, schaut doch auf Ustras Kanal vorbei. Da gibt's mehr Minecraft-Videos, aber auch mehr andere Videos von anderen Games. Ja. Ja, dann bis dahin, ne? Ciao.